Meine Damen und Herren, wir wiederholen nun Ferdinand Raimunds Zaubermärchen Der Verschwender in einer Inszenierung von Ernst Wolfram Marbo vom 24. Dezember. Er bediente sich dabei sowohl von der Besetzung als auch von der Ausstattung her einer Reihe von Stilmitteln, die im Fernsehen bisher noch nie verwendet worden sind. Die Darsteller, insgesamt 98, sind durchwegs Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Hat sie denn gelächelt? Wie denn? Hat sie vielleicht so gelächelt oder so? Ach, hör auf! Du wirst dir doch nicht einbilden, dass du das auch imstande bist. Warum? Warum soll sie besser lachen können als sie? Eine Person, die für eine Arie 50 Dukaten kriegt, die wird doch kurios lachen können. Ja, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und die wäre diese. Ich brauche keinen feuchten Liebhaber, der in die Stadt hineinläuft und den Theaterprinzessinnen die Kur macht. Sie muss tun, was man mir herbefühlt. Punktum. Du und der Herr ist einer wie der andere. Na, das war mir schon recht. Da wäre ich auch ein Millionär wie er. Du hast deinen Amuren in der Stadt und er hat's im Wald draußen. Und wie schaust du wieder aus? Den ganzen Tag hat man zu korrigieren an ihm. Ist denn das ein Häuser gebunden? Du lockerer Mensch, geh her. Hör auf, schnür mich nicht so zusammen. Du erwürgst mich ja. Das muss sein. Und du stehst da, als wenn ein Feiertag halt wäre. Wirst gegehen, dich anziehen auf die Jagd. Oh, jetzt muss ich wieder auf die verdammte Jagd. Ja, wer kann dafür, dass du so guter Jäger bist? Ach. Ich jag da nicht. Ich werde gejagt. Die behandeln mich ja gar nicht wie ein Jäger. Ich kehre ja unter das Wildbret. Das letzte Mal hat der gnädige Herr Wildanten geschossen. Und weil kein Jagdhund bei der Hand war, hab ich's müssen aus dem Wasser apportieren. Und wie ich mittendrin war, haben sie mich nicht mehr rausgelassen. Und das lässt dir alles gefallen? Na, wenn ich für meinen Herrn durchs Feuer gehe, so gehe ich halt auch für ihn ins Wasser. Na, so dummel dir, es wird gleich los. Ach, diese verblickste Jagd. Wenn man nur nicht so hungrig wird. Mir ist bekannt das schicksalsstrenger Spruch, der mich zu strafen tief ersonnen ist. Empfange hier mein goldenes Zauberbuch. Wird dich lehren, welche schlaue List.
Wegen meiner jagt Spur zu lang gewollt. Ihr müsst das so wild schwermäßig behandeln lassen. Ich schieße halt alle zusammen, die Sapperme. Wenn ich nur einen Hahn auf der Flinte nähe. Ich kann gar nicht begreifen, was die vornehmen Leute mit der verdammten Jagd, die wir haben. Wie sie doch die reichen Herren selbst das Leben so erschweren, damit Vieh und Menschen plagen, müssen sie alle Wochen jagen. Ich kann es durchaus nicht ergründen und begreifen, etwas dann finden. Dieses Kriechen in den Schluchten, dieses Riechen von den Juchten. Kurz in allem ernst gesagt, es gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Kurz in allem ernst gesagt, es gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Als die Jagd. Als die Jagd. Um 3 Uhr ist die Stund für die Leute und für die Hund. Jeder kommt mit seinem Stutzen und da fangen's an zum Putzen. Nachher rennen's wie besessen, ohne einen Bissen zu essen. Ganze Tage durch die Waldung und es ist eine Unterhaltung. Aber das soll am Gott bewahren, die Jäger sind doch alle Narren. Aber das soll am Gott bewahren, die Jäger sind doch alle Narren. Alle Narren. Alle Narren. Kurzes Jagen, ja sie bleiben, was die Jägerburschen treiben. Bis mich haben herumgestoßen, bald hat ich mich selbst erschossen. Über 100.000 Burschen lassen's an die Kerlen purzen. Und kaum liegt man auf der Nase, fangen's alle an zum Blasen. Und das heißen sie eine Jagd, ach dem Himmel sei's geklagt. Und das heißen sie eine Jagd, ach dem Himmel sei's geklagt. Sei's geklagt, sei's geklagt. Müde als Vierer geht's da Haus, setzt man sich ins kühle Gras. Glaubt man, ist da ganz allein, kommt ein ungeheures Schreien. Und indem man sich will wehren, kann man rückwärts ein paar Bären, auf der Seite noch ein paar Tiger und noch 100 andere Viecher. Und da steht man mittendrin, dafür habe ich heute keinen Sinn. Und da steht man mittendrin, dafür habe ich heute keinen Sinn. Heute keinen Sinn. Heute keinen Sinn. Nein, die Sache muss ich bedenken, Jäger kann man nicht so kränken. Denn wenn keine Jäger wären, fressen uns am Ende die Bären. Wildbret will man auch genießen, folglich muss doch einer schießen. Braten, Schnepfen, Hasen, Hühner, Gott, wir schätzen die Wiener. Und ich stimme mit ihnen ein, Jagd und Wildbret müssen sein. Und ich stimme mit ihnen ein, Jagd und Wildbret müssen sein. Müssen sein. Nun hat er bald die steile Höhe geklommen und wird den süßen Blick nach Minas Hütte senden. So mag er dann zum letzten Mal sich ihres Anblicks freuen.
dann sag, mein teures Mädchen. Sei nicht böse, dass ich selbst so spät erscheine, denn meine Sehnsucht ist schon lang bei dir. Doch sag, was ist dir? Du bist so traurig. Oder willst du mich betrüben? Dich, mein Julius? Nein, das will ich nicht. Komm, lass uns Frieden schließen, trautes Kind. Du sollst nicht länger hier in deiner Hütte weilen, du musst mir morgen schon nach meinem Schlosse folgen. Die Welt muss als mein treues Weib dich grüßen. Oh, mehr mein Leid nicht. Zieh mich nicht auf diese Höhe. Sie zeigt ein Paradies mir, das ich nie betreten darf. Ich habe dich getäuscht. Ich bin nicht das Geschöpf, das du in diesem Augenblick noch in mir suchst. Sei, was du willst. Hör nur nicht auf, die Liebenswürdigkeit zu sein. 3 Jahre sind es, dass ich auf der Jagd mich bisher herverirrt und dich zum ersten Mal erblickte. Du weitest mit dem Herz, du dürft dich niemals fragen, woher du kamst und wer du seist. Und sieh, ich war so folgsam wie ein Kind. Nie hast du eine Frage gehört. Komm, folg mir gleich, du bist durch Einsamkeit erkrankt. Umsonst, zu spät. Du umarmst mich heute zum letzten Mal. Es darf nicht sein, ihr wart den Raubern meinen Liebsten gut. Wisse denn, kein menschlich Wesen hast du an dein Herz gedrückt. Keristane ist mein Name. Ich bin aus dem Feengeschlecht. Meine Heimat sind die fernen Wolken, die in ewigen Zauberkreisen über Persien und Arabien ziehen. Ist in den Wolken ein Lieb verbrechen, da wäre die Erde ein Himmel und die Ewigkeit Exil. Oh, hör mich, bevor du lästerst. Schon 3-mal sind es 7 Jahre, dass ich euren Stern betrat. Um Wohltat auf der Erd zu üben, sandte mich die Königin. Sie drückte eine Perlenkrone auf mein ewig junges Haupt und sprach, in jeder dieser Perlen ist ein Zauber eingeschlossen, welchen du benützen kannst in jeglicher Gestalt. Verwende sie mit Weisheit, so der Menschen heil. Wenn du die letzte Perle hast geopfert, ist auch dein Reich zu Ende. Und du kehrst zurück, um Strafe oder Lohn zu empfangen. Weh dir, wenn du Unwürdige beglückst und so den edlen Schatz dem Dürftigen entziehst. Ob ich's getan, wird mir die Zukunft zeigen. Ich hatte viele Perlen noch. Die löste ich von meiner Krone ab und streute sie auf dein und deines Vaters Haupt. Daher der unermessene Reichtum, den er sich in kurzer Zeit erwarb. Nun ist der Traum vorüber. Meine Perlen sind verschwendet und die letzte musste ich heute noch deinem Wohle opfern. Was hast du getan? Ich lass dich nicht und werfe alles hin, wenn du mir bleibst. Und ziehst du fort, nimm auch mein Leben mit. Du bist freigebig gleich einem König. Du könntest deine Welt verschenken, um eine Mücke-Dasein zu erhalten. Doch will ich deine Großmut nicht missbrauchen. Schenke mir 1 Jahr aus deinem Leben nur. Ein Jahr, was ich mir auswählen darf, auf das du nie mehr Anspruch machst. Nimm es, nimm alles, nimm das Einzige, das Glücklichste, was die nichtswürdige Seligkeit umfängt, die ich noch ohne dich genießen kann. Ich danke dir. Ich werde dich nicht hart berauben. Und nun bin ich gefasst. Fall ab, du irdscher Tand. Die Sonne sinkt. Die Blumen neigen ihre Häupter. Und meine Genien weinen still, weil sie mit mir die schöne Erde meiden müssen. Die Zeit ist da, Verbannung winkt. O Keristane, töte mich! Hab Dank für deine süße Treue, mein teurer Erdenfreund. Was mich betrübt, ich darf es dir nicht sagen, darf dir nicht unser künftig Los enthüllen.
Doch könntest du des Donners Sprache und des Sturms Geheul verstehen, du würdest Keristane um dich klagen. Ach, könnte ich mein Lieb zu dir in aller Menschen Herzen gießen, ich würde reich getröstet von dir ziehen. O Gott, lass mich in meinen Schmerz vergehen. Schon 100 Mal gesagt, du sollst mit dem Kammerdiener nicht so grob sein.
Du weißt, was er für ein boshafter Mensch ist. Am Ende verschwert es uns noch beim gnädigen Herrn. Stöße und red nicht, wenn du nichts weißt. Ich muss grob sein, weil mir der Kammerdien überall nachschleicht, dass ich nicht einmal da in der Kuchel eine Ruhe hab. Was will er denn von dir? Er will mich zu seiner Kammerdienerin machen. In der Kuchel da? Der soll in seiner Kammer bleiben, wenn er ein ordentlicher Kammerdiener ist. Es ist nicht mehr zum Aushalten mit dem. Ja. Wenn nur mit dem gnädigen Herrn was zu reden wäre. Aber der ist in letzter Zeit verstimmt, als wäre ein altes Klavier. Ja, weil nichts aus seiner Heirat wird. Der Herr Präsident von Klugheim gibt ihm seine Tochter nicht. Er kann ihn gar nicht leiden. Wie soll er ihm denn nicht leiden können? Der kommt ja jetzt zur Tafel. Ja, wenn sie die Leute alle leiden könnten, die miteinander an einer Tafel sitzen, dann wäre die ganze Welt gut freund. Und der Herr Präsident? Bei dem ist es ganz ein anderer Fall. Das ist ein Ehrenmann. Der hat eine bessere Ordnung in sein Haus wie unser Herr. Ich bin dort sehr bekannt. Denn der Stubenmal ist meine beste Freundin. Ja, der Kutscher schätzt mich ungemein. Ich höre fast jedes Wort. Der Herr Präsident mag unseren Herrn nur drum nicht, weil er so großen Aufwand macht. Er fürchtet sich halt, er geht zugrund. Der Baron Flitterstein ist ganz ein anderer Mann und fast so reich wie unser Herr. Den muss das gnädige Fräulein heiraten. Es ist doch schrecklich, was sie mit dem Herrn treiben. Ich fürchte nur, wenn ihm der Baron wegheiratet, der tut sich ja leid. Am Ende wird es nur das Beste sein, wenn ich selber mit dem Herrn Präsidenten vernünftig drüber red. Du? Na, das wird ein schöner Diskurs werden. Untersteh dich, das wäre eine Beleidigung für einen solchen Herrn. Ja, es ist halt nur, damit man sich danach keine Vorwürfe zu machen hat. Na, geh nur, du einfältiger Mensch. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein, weil das eine große Verantwortung wäre. Ach, wir sind nicht doch vergnügt. Ein Jahr, ganz Jahr her habe ich dagegen nicht gesehen. Die Nacht war mir zu lang. Ich hatte 50 Dukaten auf einer Karte gesetzt. Hat sie gewonnen. Da schlug der Nachtigall. Ich schlief davon, der Geld blieb stehen und war perdu. Doch was ein Dukatenglanz gegen Morgenrot. Prächtiger Tag. Der natürliche Leid all ihrer Reize zu schauen. Da kommt ein altes Bein. Bonjour, Madame. Hm? Wo tragen du in das Olzen? Nach Haus, gleich ins Gebirg, nach Blunzendorf. Blunzendorf? Oh, schöner Name. Du wohnst wohl sehr gerne im Gebirge. Ach ja, das Gebirg wäre schon schön, wenn nur die Berge nicht wären, man steigt so hart. Das sind ja Figuren, die der Landschaft beleben. Mir gefallen der Weib sehr. Ich freue mich, sagt er. Der Hammer hätte ihm schon besser gefallen. Sie sind so malerisch verlumpt. Ich kann sie nicht genug betrachten. Er hat im Ernst ein Auge auf mich, aber das andere duckt dazu. Du seid wohl verheiratet? Schon über 30 Jahre. Und wie kümmern sich den Mann doch noch um dich? Ach ja, er schlagt mich fleißig noch. Er schlagen dich? Oh, das ist aber nicht schön von ihm. Ach ja. Es ist schon schön von ihm. Das ist halt bei uns im Gebirg der Brauch. Ein schlechter Haushalt, wo es nicht raffen tun. Unschuldige Freude in der Natur. Von dieser Seite muss ich das Bild noch schöner machen. Setz dich dort hin, ich will dich ganz von Ferne sehen. Hören Sie auf, was sehen Sie denn jetzt an mir? Hätten sie mich vor 40 Jahren geschaut, jetzt bin ich schon alt, weil... Das machen wir noch schon nicht eben aus. Du sind vortrefflich alt. Au contraire, du sollen noch mehr Falten haben. Warum nicht gar, wenn man aus einem T-Schutz fühlt? Du seien wahrhaft aus der niederländischen Schule. Ach, beleid,
Ich bin ja gar nicht in die Schule gegangen. Ich habe eine ganze Sammlung solcher alter Weiber zu Hause. Jetzt ist recht. Da sammelt sie die alten Weiber und die anderen werden froh, wenn sie es losbringen. Oh, quel Kontrast! Das Schloss, der Wald, der Wald, der Hochse auf der Flur. Oh, Natur, Natur, du sein ohne Ende. Der Mensch muss narrisch sein. Jetzt schaut er sie in den Spiegel und sieht Ochsen drin. Hier hast du einen Dukaten. Jetzt habe ich dich genug gesehen. Spektakel, Spektakel. Jetzt schenkt ihr mir keinen Dukaten. Euer Gnaden, das ist zu viel. Ich traue mich nicht gar nicht mehr zu nehmen. Für was denn? Sagst du es nur. Hm? Dein Anblick hat mir sehr viel Vergnügen verschafft. Na, das hätte ich mein Leben nicht geglaubt, dass ich in meinen alten Tagen schon ums Geld sein lasse. Ich danke für tausendmal. Euer Gnaden, verzeihen Sie. Ich bitte Ihnen, habe Ihnen denn wirklich gefallen? Oh, du gefallen mir auch so ordentlich. Hören Sie auf. Sie könnten ein altes Weib völlig verrückt machen. Na, wenn das mein Mann erfährt, der schlagt mir halt das lauter frei. Ich sag's halt, wenn man einmal richtig schön war und man wird noch so alt, es bleibt doch allerweil noch ein bisschen was übrig. Ah, wie sie schwankt. Wie ein alter Schwan. Ich bin so aufgeregt, dass mir jeder Gegenstand gefallen. Was macht der Bettler dort? Ich habe ihn heute vom Fenster schon gesehen und sein Gesang hat mich sonderbar ergriffen. Mir war's, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen und als wollte meine Lust den Kragen ziehen. Was schreibst du in den Sand mit deinem Bettelstab? Zum Gold, das dich einst besaß. So warst du reich? Ich war's. Was warst du und wie heißest du? Es ist die letzte Aufgabe meines Lebens, beides zu vergessen. Das einzige Mittel, das mich vor Verzweiflung retten kann. Sonderbar. Hier, nimm das Goldstück. O gnädiger Herr, schenken Sie mir mehr. Schenken Sie mir eine Summe, die Ihrer weltberühmten Großmut angemessen ist. Bist du beweibt? Hast du viele Kinder? Ich bin allein. Nur Gram begleitet mich. So sättige dich und jag ihn fort. Er lässt sich nicht so leicht verjagen wie das Glück. Mir ist so bangen dieses Mannes nie. Du kannst mit dem Geschenk zufrieden sein. Nein, gnädiger Herr, ich bin es nicht. Ich darf es nicht sein. Erbarmen Sie sich meiner Not. Muss ablesen, nicht betterlesen. Beschenken Sie mich reich, ich werde dankbar sein. Oh, schändlich, so um Geld zu jammern. Es ist das Niedrigste, was wir beweinen können. Du hast genug für heute, ein andermal komm wieder. Ich bin ein Bettler und gehorche. Nitka her! Nitka her, ein Brief von Amalie, meiner himmlischen Amalie. Mein treuer Julius, verzeiht, dass ich der Gäste nicht geschrieben habe. Allein der große Kampf in meinem Herzen musste erst entschieden sein. Doch nun gelobe ich dir, dich niemals zu verlassen. Ich wiege nicht in meines Vaters strenge Forderung und kann kein Flehen sein, sonst so edles Herz zu weichen. So mag geschehen, was wir beschlossen haben. Amalie, mein, oh, könnte ich die Welt umarmen. Hey, du! Ruf mir den Bettler doch zurück, dass ich ihm in die Innenlaube setze. Ich sehe keinen Bettler, Gnädiger Herr. Bist du denn blind? Geh! Hey, Alter, komm! Was befehlt dir denn, Gnädiger Herr? Ich habe eine frohe Botschaft hier erhalten und Floffel kann sich nicht alleine freuen. Verzeih, ich habe dich zu karg behandelt. Nimm diesen Beutel hier. Auch dies noch. Nimm alles, was ich bei mir habe. Ah! Ah, ma belle Rosa.
Guten Morgen, Herr Chevalier. Oh, Sie kommen nicht so schnell von mir. Der Alt, sein charmant, aber sehr jung, gefallen mir doch noch besser. Das ist ein Malerei für der Auge. Das ist ein Malerei für der Herz. Herr Chevalier, ich habe keine Zeit. Der gnädige Herr wünscht noch Kaffee zu trinken. Ah, schöne Rose. Ah, was, schöne Rose? Was habe ich von Ihrer schönen Rosität? Ich muss in den Garten hinaus. Oh, Sie dürfen nicht. Je suis zu enchanté. Dieser Wein, dieser Augenblicken. Oh, Natur, Natur, was haben du da geschaffen? Ich kann mich nicht enthalten, ich müsste Sie umlassen. Herr Chevalier, lassen Sie mich los, oder ich schreie. Ich will den Mond versiegen. Herr Chevalier, was machen Sie denn da? Ich? Besondere der Natur. Ah, bravo, Sie dehnen Ihre Liebe zur Natur auf die höchsten und gemeinsten Gegenstände aus. Schön oder hässlich, das gilt dem Herrn Chevalier ganz gleich. Was sagen Sie da von Hässlichkeit? Der Natur sind der höchste Poesie. Wahre Poesie kann nie gemein, doch hässlich sein. Abscheulich, allen Zudringlichkeiten ist man ausgesetzt in diesem Haus. Weiße Gästen aus, wenn Sie Champagner getrunken haben. Ich bin sehr unzufrieden mit ihr. Herr Wolf hat sich auch beklagt, dass sie sehr unartig mit ihm ist und ohne Achtung von mir spricht. Der gnädige Herr Kammerdiener? Ah, jetzt muss ich reden. Das soll sie nicht, mein Kind. Sie soll nur ihren Dienst versehen. Ich stehe bei dem gnädigen Herrn in Diensten und nicht bei gewissen Leuten. Weig sie nur. Nein, nichts will ich verschweigen. Alles muss heraus. Welche Bosheit. Still, die Sache wird zu ernsthaft. Wissen euer Gnaden, was der Kammerdiener gesagt hat? Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Der Juwelier ist da. Ah, bravo, nur geschwind auf mein Zimmer. Wir sprechen uns, Mamsell. Da steh ich jetzt. Da steh ich jetzt. An wem soll ich nur meinen Zorn auslassen? Warte, halt auf ihn. Du bleibst. An dir will mir rächen, du verhängnisvoller Mensch. An mir? Das ging mir an. Ich hab ja nichts gesagt, als der Juwelier ist da. Das ist ja dein Verbrechen. Eben, du hättest gar nichts sagen sollen, wenn du siehst, dass meine Tugend auf dem Punkt steht, ihre Rechte zu verteidigen. So, das ist schrecklich. Da kann einer noch so viel Untugenden haben, so kann man nicht so viel Verdruss haben, als wegen der ihrer unglückseligen Tugend. Und ich weiß mich gar nicht schuldig. Ich muss nur gerade das Gesetzbuch aufschlagen lassen, um zu erfahren, was das für Verbrechen ist, wenn da einer sagt, der Juwelier ist da. Wo haben Sie den Schmuck? Ich freue mich schon wie ein Kind. Wer wird sich erst einmal hier freuen? Geben Sie! Hier ist er. Was haben Sie denn gemacht? Wieso? So kann ich ihn nicht brauchen. Er ist nach Ihrer Angabe, gnädiger Herr. Nein, nein, das ist er nicht. Ganz nach der Zeichnung? Nein, 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 er ist so altmodisch. Ach, sind es nicht die Steine, die ich ausgewählt? Herr von Flott? Ich kann den Schmuck nicht brauchen. Ich nehme ihn nicht zurück. Das müssen Sie, der Schmuck ist schlecht. Betrachten Sie ihn nur. Nein, er ist mir so zuwider, dass ich ihn zum Fenster hinauswerfen könnte. Das werden Sie wohl bleiben lassen, denke ich. Werde ich nicht. Um Himmels Willen, der Schmuck beträgt 2000 Taler. Lumpengeld, Sie sollen es erhalten, warten Sie. Das ist ein Wahnsinn, der mir noch nicht vorgekommen. Ich hole den Schmuck herein. Mein Herz ist ja des Kummers reich.
Der Schmuck ist fort. Der Schmuck ist fort. Ich finde ihn nicht. Hier haben Sie Ihr Geld, mein Herr. Herr von Flotwell, ich bedauere sehr... Bedauern Sie nichts. An mir ist das Bedauern meiner unverzeihlichen Heftigkeit. Ein gütig Wort macht alles wieder gut. Nicht wahr, mein lieber Freund? Sie nehmen es nicht übel und Sie vergessen es. Ich wünschte nicht, dass Sie es irgendwo erzählen möchten. Ich gebe mein Ehrenwort. Ja, ja, ich weiß. Ich kann mich ganz auf Sie verlassen. Auch werde ich Ihre Kunst gewiss so bald in Anspruch wieder nehmen. Sehr bald. Und nun adieu, mein Freund. Und keinen Groll. Wie könnte ich das? Ich bin so tief gerührt. Wenn er doch bald wieder etwas machen ließe. Ein stumm bewegter Tag wäre doch schon vorüber. Liebster gnädiger Herr, wie hat der Juwelier doch seine Sache schlecht gemacht? Ich habe ihn eben ausgezankt. Doch stellen Sie sich vor, der Schmuck ist fort und niemand will ihn aufgehoben haben. Das wäre mir so unlieb, denn er kostet viel. Er muss sich finden. Ich sah ihn aus dem Fenster fliegen. Niemanden gewahrte ich in der Nähe, als das Kammermädchen Rosa. Ich eilte sogleich herab. Da war sie fort. Und als ich sie befragte, wollte sie nichts gesehen haben. Das kann ich doch nicht von ihr glauben. Man muss die Sache untersuchen lassen. Nur heute nicht. Das macht so großes Aussehen und dann, wer weiß, ist's wahr. Gewiss. Ich hab's ja beinahe gesehen. Wenn es wahr ist, muss sie fort. Sonst wünsche ich keine Strafe. Wie der Himmel doch die Menschen oft verlässt. Es ist schon alles zu dem Fest bereitet. Die Gäste fahren vor. Der Herr Präsident ist schon hier. Amalie hier? Und das sagst du mir erst jetzt? Was soll ich ihn nun verehren? Der Schmuck ist fort. Schenken Sie die kostbare Vase, die Sie erst gekauft haben. Das ist doch ein Geschenk, das eines Millionärs würdig ist. Sie ist von großem Wert. Doch eben recht, der Präsident ist ein Freund der Künste. Vielleicht gewinnt ihn das. Da irrst du dich. Lass mich mit Blumen schmücken, kurz besorge alles. Ich muss zu ihr, zu ihr. Thank you.
beruhig dich doch, meine Tochter, und lass mich nicht bereuen, dass ich so schwach war, deinen Bitten nachzugeben. Ja, mein Vater, ich will ruhig sein. Mein verehrungswürdiger Herr Präsident, die höchste Gunst, die vom Glück erlangen konnte, ist die Ehre, Sie auf mein Schlosse zu begrüßen. Mein holdes Fräulein. Flotwell wird es nie vergessen, dass ihr edles Herz es nicht verschmähte, seines kleinen Festes Königin zu sein. Herr von Flotwell. Genug der Zeremonie. Es kommt der Freund zum Freunde. Ach, wie ist es wirklich, Sir Präsident? Zweifeln Sie daran? Dann wäre es nur zur Hälfte so. Ach, wie sehnlich wünschte ich, dass es ganz so wäre, dass ich... Herr von Flotwell, jeder Ausfall auf frühere Verhältnisse ist gegen die Bedingung, unter welche ich Ihre heutige Einladung angenommen habe. Bester Vater, lassen Sie sich doch erweichen, wenn Ihnen das Leben Ihres Kindes etwas gilt. Herr Präsident, Sie verkennen mich zu sehr. Ich sehe klar, dass Ihnen erst die Zukunft einst enthüllen wird. Ich bin verleumdet. Doch niemand. Doch den hinterlistigen Baron Flitterstein. Ist hier von mir die Rede? Nein. Ach so, also von den Verwandten von mir. Das wollte ich als Edelmann nur wissen. Mein Herr Baron, ich bin erfreut. Ich verstehe. Meine Freundschaft zu dem Herrn Präsidenten. Ist die Ursache, dass Sie mir die Ehre Ihres Besuches schenken? Ich bin von allem unterrichtet. Ist es nun gefällig, sich zur Gesellschaft zu begeben? Nach Belieben. Mein Fräulein, ich hoffe, das Feste genießt wird. Thank you.
Wolf gemacht. Jetzt sollte sie sie nicht erhalten. Sehen Sie doch, Herr Baron, hier die berühmte Vase, welche ein Franzose dem Minister um 20.000 Francs anbot. Wahrhaftig, ja, sie ist es. So sehen Sie doch, Chevalier, die Vase aus Paris. Oh, schau mal, das ist ein ganzer Sorbenfisch. Sie haben sie ja nicht angesehen. Ich brauche sie gar nicht zu sehen. Ich brauche nur zu euren De Paris. Kann gar nicht anders sein als magnifique. Für was ist nun dieses Kunstwerk zu beneiden, Herr von Flottwell? Kann ich nicht zurück. Es ist nicht mehr mein Eigentum, ein unbedeutendes Geschenk, das ich der Königin des Festes weihe. Vater, wie freut mich das? Nicht doch, mein Kind. Verzeihen Sie, Herr von Flottwell, aber das gebe ich nicht zu. Das Geschenk hier ist durchaus zu kostbar, um es anzunehmen. Ja, es ist zu kostbar. Das ist es nicht, mein Herr Baron. Die Welt erfreut sich keines Edelsteines, der zu kostbar wäre, in diesen Fräulein so ein Geschenk zu bieten. Auch weiß ich nicht, wie wir zu solcher Ehre kommen. Die mir beleidigen. Beleidigend? Ich nehme es nicht zurück. Wie kommt es denn, mein Herr Baron, dass Sie das Wort so eifrig für die Fräulein Ehre führen? Er spricht im Namen seiner künftigen Braut. Dann habe ich nichts mehr zu erwidern. Nehmen Sie die Vase hier zurück, Herr von Flottwell. So beschenkt ein Fürst, kein Edelmann. Ich beschenke so, ich bin der König meines Eigentums. Wolf, nimm sie hin. Ich schenke diese Vasen meinen Kammerdiener. Welch Enttäuschung. Kann er sich nur so vergessen? Der Mann sein, ganz verrückt. Bravo, so richtig ein Millionär. Dies soll unsere Freude nicht verderben. Da Frankreichs Kunst zu schlechten Siegerungen will ich vor Ihren Augen nun ein deutsches Bild enthüllen, dessen Schönheit Sie gewiss nicht streitig machen werden. Sie sollen sehen, was ich für eine vortreffliche Aussicht habe. Gibt es eine schönere Aussicht? Ha, welch ein Bild. Ein sonderbarer Zufall. Bettler. Da geht er hin. Er spricht verwirrt. Gott im Himmel, meine Tochter. Amalie, was ist dir? Sehr bleich. Amalie, treues Mädchen, höre deines Julius Stimme. Zurück, Verführer! Nun entlass du dich. Genug zu, mein Herr. Das geht zu weit. Ist's gefällig? Folgen Sie. Halt! Halt. Holt den Arzt. Ins Kabinett. So endet dieses Fest. Göttliche Natur. So, lass mich aus, ich muss ja sehen, was geschehen ist. Alle rennen uns davon und das Fräulein Amalie haben gesagt, das ist ungefähr wie ein Stiegelholz. Sie hat Konfusionen gekriegt. Da bleibst du. Mäschig, so ist es und das ist es immer noch. Ich bin die gekränkteste Person in diesem Haus. Was haben sie denn schon wieder da? Morgen geht's zu Gericht. Alles wird arretiert. Der gnädige Herr, die Kammerdiener, alle Gäste, das ganze Schloss und du. Was hat's denn gegeben? Ohrfeige hat's bald gegeben. Da bin ich froh, dass ich nicht dabei war. Der Kammerdiener hat mir Ohrfeigen angetragen, hat mich eine Diebin geheißen,
hat einen Schmuck von mir verlangt und im Landesgericht einen Dienst aufkündigt und hat mir wollen durch die Bedienten hinauswerfen lassen. Das ist ja ganz eine Weltgeschichte. Wann ist denn das alles passiert? Vor einer Viertelstunde, wie sie die Vasen im Säuer umgeholt haben. Das ist schrecklich. Nicht wahr? Du glaubst es nicht, dass ich die Diamanten genommen habe. Na, du bist mir zu tugendhaft. Du gehst nur auf die Augen los und nicht auf die Diamanten. Wir packen zusammen und gehen. Die Livree bleibt da, die gehört dem gnädigen Herrn. Mir gehört mein Tischlerhock, den ich mit hergebracht habe. Die andere Bagage brauche ich nicht. Ich gehe mich mit dir allein zufrieden. Wir bringen uns schon fort. Ich gehe zu meiner Tischlerei zurück. Aber vorher will ich mein Meisterwerk noch machen. Was wirst denn tun? Den Kammerdiener will ich in Arbeit nehmen. Der ist mir zu ungehobelt. Über den muss ja der Tischler kommen. Nimm dich zusammen. Und du kennst mich nicht. Ich bin der beste Mensch, aber wenn es sich um Ehr und Reputation handelt, so kann ich in einen Boot kommen wie der Roll in die Rasen. Ich will dem Kammerdiener zeigen. Hey, Herr Kellermeister, wo gehen Sie hin? Mir ist am großen Fass ein Reif abgesprungen. Ich muss den Wein abziehen. Das ist ein Wink des Schicksals. Mann, ich folge dir. Ah, Spektakel. Jetzt muss ich dir einen Spitzlern trinken, wenn er Courage kriegen will. Na, was das für miserable Mannsbilder bei der jetzigen Zeit sind. Das ist nimmer mehr zum Aushalten. Fühlen Sie sich leichter, Fräulein? Wie ist Ihr liebes Kind? Ganz wohl, mein Vater. Es ist schon vorüber. Ein Unstern hat uns in dieses Haus geführt. Zu Hilfe! Ach, Herr Doktor! Der Baron ist schwer verwundet, man sucht sie! Heiliger Gott, mein Freund! Bleib Sie mit meiner Tochter hier! Kommen Sie, Herr Doktor! Ich bin am Arsch. Was ist vorgegangen? Sie haben duelliert, der gnädige Herr und der Baron. Ist Julius auch verwundet? Nein, es ist nicht. Geh auf die Lauer! Gott, wie siehst du aus, wie ein Mann, der seinem Schicksal trotzt. Doch noch ist nicht mein Glück von mir gewichen. Du musst mir noch diese Nacht entfliehen. Unmöglich, nein, ich kann den Vater nicht verlassen. Du hast geschworen, denk an deinen Eid. Doch heute und so plötzlich. Heute oder nicht, erwarte dich bei der verfallenen Kapelle, wo wir uns oft getroffen haben. Wo könnte ich leben ohne dich? Wenn es nicht, kannst du mir schon einig. Herr Präsident, erwarte mich. Was wollen Sie bei meiner Tochter hier? Ich war besorgt. Sie sind zu gütig gegen mein Haus. Komm, meine Tochter. Mein Herr, wir danken mit gebrochenen Herzen für die großen Freuden, die Sie uns bereitet haben. Oh, Starrsinn eines alten Mannes. Herr Wolf, gut, dass du kommst. Der Augenblick ist da, wo du mir danken kannst, dass ich dir mehr ein Freund als Herr gewesen bin. Ich will in dieser Nacht noch mit Amalie nach England fliehen. Steht dir frei, ob du uns auf der Flucht begleiten willst. Oh, mein gütiger Herr. Mein Wille ist an Ihren Wunsch gekettet. Und wo Sie hinziehen, finde ich meine Heimat. Ich habe große Summen in der englischen Bank liegen. Was ich an Geld und Kostbarkeiten retten kann, will ich jetzt zu mir nehmen. Was ich in meinen Schreibtisch zurücklasse, verteilst du unter meine Diener. Ich erwarte dich in einer Stunde bei der alten Kapelle. Sei vorsichtig, ich baue ganz auf deine Treue. Du willst nach England? Gute Fahrt. Ich bleibe hier und will mein Schifflein in den Hafen lenken. Wie doch die Sonne auf und niedergeht. Wer ist nun zu beneiden? Er? Der stolze, der gepriesene Mäzen? Der seines Glückes Reste mit zerfallenem Gemüt dem ungetreuen Meer vertrauen muss? Oder ich, der sanfte, der bescheidene Kammerdiener, der sein still erworbenes Schäfchen demütig ins Trockene bringen kann? Oh,
Halt, Papa. Wo willst du hin? Du kommst mir nicht verstehen. Was fällt dir ein, deine Geliebte zu verleumden? Was hat sie dir gemacht? Sie hat deine Liebesanträge nicht angenommen, weil du jetzt hässlich bist. Sie soll einen Schmuck gestohlen haben. Diese schmucklose Person, pfui, Schande. Jetzt hast du höchste Zeit, aus dem Haus zu gehen. Du Trunkenbold. Ich hab Zeit genug. Ich hab eigentlich nichts mehr zu tun auf der Welt, als Ihnen meine Meinung zu sagen. Ich versichere Sie, Herr von Kammerdiener, Sie sind ein niederträchtiger Mensch, glauben Sie mir. Sie haben zwei arme Dienstboten aus dem Haus gebracht, die von ihrer Herrschaft treu und redlich bedient worden sind. Aber der Himmel wird sie dafür bestrafen. Was tust du, Valentin? So laut im Gehen. Jetzt packt euch, beide. Wir sollen uns selbst packen? Na, wir packen eher. Hey, Brigitte! Ja, dieses Lumpenpack hier aus dem Haus. Was? In Aufwerten willst du uns lassen, du schändlicher Verräter! Was treibst du da? Lass mir aus, der Kammerdiener, da muss unter meine Hände sterben! Das ist ja nicht der Kammerdiener! Nichts, das macht nichts! Wird schon ein anderer Spitzbub sein! So geht doch! Soll sich nicht als Kammerdiener ausgeben? Der Mensch, der die Kammer gar nicht rein dir! In der Ecke dacht. Ich bin's, mein gnädiger Herr, und habe Sie schon lang erwartet. Was tritt mir dieser Bettel heute zum dritten Mal ins Gehen? Was willst du hier von mir, du grauenvolles Bild des selbstgeschaffenen Jammers? Ach, das verzweiflungsvolle Los meines geheimnisvollen Elends und meine Herzensangst, dass sie das Land verlassen, zwinge mich, den Marschneib aufs Neue in den Staub zu werfen. Sie sind der Einzige in dieser unbarmherzigen Welt, auf dessen Großmut ich noch bauen kann. Weg von mir! Je länger ich dich schaue, je gräulicher kommt mir dein Anblick vor. Ich will dich nie mehr sehen! Es steht bei Ihnen, gnädiger Herr, mich gänzlich zu verscheuchen. Doch müssten Sie dafür ein großes Opfer bringen. O geben Sie die Hälfte dieses Schatzes nur, den Sie auf Ihrer Brust verbergen. Und niemals hören Sie mich mehr zu Ihren Füßen nehmen. Habgieriges Gespenst, so ein frech Begehren kann er Wahnsinn kaum erfinden. Ein Bettler, der Millionen fleht. O hört es die Welt! O hartes Menschen alle! Der überreiche Mann lässt einen Bettler darben! Schweig und nimm das Gold, um deine Gier zu stillen! Zu wenig ist für mich! Mein Elend ist zu groß! Ich lass nicht ab, der Welt mein Neid zu klagen! Und ruf die Menschheit zwischen uns zum Richter auf! Schweig und ich durchbohre dich! Mörder! Dein Mythen ist umsonst. Du hast mich nicht verwundet. Möchtest du jetzt in meine Bitte willigen? Du willst mich zwingen? Nie! Bist du es, Wolf? Nein, ich bin es, mein Julius. Amalie, teures Mädchen.
konnte keiner meiner Dienerinnen bewegen, das ungewisse Los mit der Gebieterin zu teilen. Der Vater wacht mit dem Baron. Drum lass uns schnell fliehen. Wenn er nach Hause kommt, so wird er mich zu sprechen können. So, flieh! Holsteiner, flieh! Nach mir fliehst du nicht! An der Themse sehen wir uns wieder. Der Münzenfort, das habe ich ja gedungen. Zum Überschiffen, ja. Allein, was zahlt ihr für das Trinken? Der Sturm schmeißt uns den letzten Tag ja zehnmal um. Wir segeln nicht. Ihr müsst, wir wollen nicht. Oh Gott, so schlaft mich schon in dieser Stunde. Ich brenne diese Kugel auf den Kopf. Lass doch dein Dummes. Da müsst ihr uns auf andere Weise zwingen. 200 Leute, das ist ein Mann. Willst du dein Leben wagen? Warum nicht? Wenn ich hin bin, bin ich nicht allein. So sehe ich dich nach 20 Jahren wieder. Du stolzer Freudentempel meines sommerlichen Lebens. Du stehst so ernst und sinnend da, gleich einem Monument ins Grab gesunkener Glückseligkeit. Seit ich dich nicht gesehen, hat sich mein Schicksal sehr verändert. Ich habe Gattin, Kind und all mein Gut durch eigene Schuld verloren. Verfolgung habe ich hier wohl nimmer mehr zu fürchten, denn Flitterstein, mein größter Feind, ist in der Schlacht gefallen. Doch wo soll ich in dieser Lage nun um Beistand flehen? Drum will ich nach Bettlerweise einem Fremden mich vertrauen, will dem Besitzer dieses Schlosses sagen, dass ich der Erste war, dessen Aug mit Herrenblick in diesen holden Eigentum geschwelgt, und dass ich nun nichts mein zu nennen hab, als diesen Bettelstab. Vielleicht, dass ihn die Größe meines Unglücks rührt. Guten Morgen. Guten Morgen. Du musst doch den großen Hund von der Kette loslassen. Gar so viel Gesindel immer kommt. Mein lieber Freund, wollt ihr so gut sein, mir zu sagen, wie euer gnädiger Herr wohl heißt? Herr von Wolf. Von Wolf? Von der Familie habe ich nie gehört. Ja, mit der Familie ist es auch nicht weit her. Er war beim früheren Besitzer, beim Herrn von Flottwell, Kammerdiener. Mein Kammerdiener? Will der Lump gar einen Kammerdiener haben. Der Mann muss nicht ganz in Ordnung sein. Bei Flottwell, sagte ich, der in Amerika gestorben ist. Da hat euer Herr vermutlich eine sehr große Erbschaft gemacht. Nichts hat er gemacht. Den Flottwell hat er tüchtig übers Ohr gehauen. Da kommt sein Reichtum her. Sag mir nur eins noch. Ist Herr von Wolf im Besitze dieses ungerechten Gutes glücklich? Da, schaut ihn an. Und überzeugt euch selber. Himmel, ich hätte ihn nicht erkannt. In solcher Nähe macht mich mein Bewusstsein reich.
Ich habe eine üble Nacht gehabt. Die Sonne kommt mir heute so trübe vor. Geleitet mich zu jener Aussicht hin. Doch nein. Ins Schloss zurück. Auch das nicht. Nach dem Garten. Der Garten ist so schön. Nur schade, dass die Rosen schon verwelken. Wie oft werde ich sie wohl noch blühen sehen? Heute ist ein kalter Tag. Mich friert. Geht doch hinab ins Dorf und ruft den frommen Mann, den ich so gern jetzt um mich habe, dass er mir ein moralisches Buch vorliest. Die Welt ist gar so schlecht und man kann seinen Trost nur in der Zukunft suchen. Der Herr ist schwer erkrankt, ist er geliebt? Wünscht mir ein langes Leben? Er ist ein geiziger Filz, den niemand leiden kann. In einigen Wochen wird's wohl mit ihm zu Ende gehen. Adieu. Oh, flott, welch Schloss. Was beherbergst du für Menschen jetzt? Was soll ich nun beginnen? Wenn der Tischler vorher steht. Schau, da ist ein armer Mann. Nein, ich muss ihm da was schenken. Hey, Alter! Was ist? Ich weiß nicht, dieses Gesicht? Das Gesicht ist mir bekannt. Jetzt traue ich ihm fast den Groschen gar nichts geben. Was wollt ihr denn? Das wird doch nicht. Sie hören's. Bitte um Verzeihung. Kennen Sie das Schloss? Ob ich es kenne, Freund? Es war ja einst mein Eigentum. Mein gnädiger Herr. Mein gnädiger Herr! Wer bist du, Freund? Der Valentin, der Tischlergesell, der einmal bei Ihnen gearbeitet hat und den Sie als Bedienten aufgenommen haben, weil Ihnen so gut gefallen hat. Valentin? Der gute, ehrliche Valentin? Und du erinnerst dich noch meiner? Ich mich erinnere. Euer Gnaden waren ja immer so gut mit mir und haben mir ja so viel geschenkt. Der andere Karten habe ich mir noch aufgehoben, die anderen habe ich aber alle ausgegeben. Mein guter Valentin, nun kann ich dich nicht mehr beschenken. Beschenken? Ja, euer Gnaden werden mich doch jetzt nicht mehr beschenken wollen. Da müsste ich euer Gnaden richtig völlige Grobheiten antun. Ich bitte um Verzeihung. Ich rede manchmal, als ob ich Hobelschatten im Kopf hätte. Seit ich wieder Tischler bin, habe ich halt meine ganze Politur verloren. Soll ich mich ihm entdecken? Und gar nichts fragen. Mir scheint, er ist voller Hunger. Gehst du nach Hause? Nein, ich soll ihm jetzt erst drüben die Tür zusammennageln, weil sie gestern einen rausgeworfen haben. Und der ist ja ihnen ein bisschen angekommen an der Tür. Nun, soll ich wohl. Wo wollen denn euer Gnaden hin? Euer Gnaden verzeihen, aber sagen wir euer Gnaden aufrichtig. Seien euer Gnaden heute schon eingeladen?
Nein, guter Mann. Dürfte ich wohl so frei sein und dürfte mir die Ehre ausbieten auf eine alte Hausmannskost? Ich danke dir, rechtschaffener Mensch. Ich komme. Nix kommen. Ich lasse euer Gnaden nicht mehr aus. Die sollen sie ihr Tür selbst zusammenmachen. Ich muss mit meinem gnädigen Herrn nach Haus gehen jetzt. So komm. Aber das sag ich gleich. So geht's bei mir nicht so, wie es einmal bei uns da zugegangen ist. Schon wieder so ein Hohnelschaden. Cool. Ich werde mit allem zufrieden sein. Nix da. Wird nicht so schlecht ausfallen. Koch ja ich. Ha, wir werden uns schon zusammennehmen, ich und meine Alte. Wird sich schon mal ein übertragenes Geflügelwerk finden. Solange der Valentin es hat, werden euer Frauen nicht zugrunde gehen. Jetzt werden wir unseren Einzug halten. Ach, so kann es nicht ablaufen. Euer Gnaden müssen eine Ausrechnung haben. Ich gehe voraus und euer Gnaden kommen nach. Und alle meine Kinder müssen Spalier machen. Und wie euer Gnaden eintreten, müssen schreien, wie wird unser Vater und sein gnädiger Herr sein Leben? Guter Valentin. Das ist ein Leben auf der Welt. Warte bitte, wenn die Mutter zu Hause kommt, hier geht es raus zum Werner. Die Mutter hat mir's erlaubt. Stehler, sage, wenn du den Vater was ruinierst. Ich arbeite schon so gut auf wie der Vater. Die Kleine nicht da. Das ist noch nicht auch so. Nicht, dass ich meine Schuld nicht aufheben kann. Lass mich in Ruhe. Hiesel, komm zu mir, Daumenkugel noch. Na, wenn die Frau von der Schuld das kann, ist nicht zum Aushalten. Heißt es auf zum Hammern. Fleisch geht über. Auf die Bette gibt's auch. Ziehen euer Gnaden nur herein und bitte um Verzeihung, es ist alles in Unordnung. Ein sauberer Sessel bringt die ganze Herz raus, die Hobelschacht weg. Bitte, bitte. Und fallen euer Gnaden in die Wirtschaft. Jetzt wird das Leinwandlung. Was treibt denn jetzt? Jetzt gar ein Tuch entbraucht. Ich bitte Platz zu nehmen. Liesl, wo bist denn? Geht herein, alle Kinder! Wo ist denn der Hansl? Der ist schon wieder oben. Da habe ich die Ehre, meine Familie aufzuführen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der sechste sitzt am Taubenkobel oben. Mein Weib wird gleich nach Hause kommen. Also, ich werde ein Vergnügen haben. Hansl, komm runter, geschwind. Ich kann jetzt so geschwind runtersteigen. So fall runter, jetzt da geht's her. Stellt euch da im Kreis herum auf. Da schaut's den Herrn an. Das ist mein lieber, guter, gnädiger Herr, von dem ich euch so viel erzählt habe. Der hat euren Vater und 500 Menschen kurz dann. Geht hin und küsst ihm alle die Hände. Vater, der schaut ja gar nicht aus, als wie ein gnädiger Herr. Bist still, du bist kein Kenner. Was verstehst denn du vom gnädigen Herrn? Euer Gnaden, bleib ihr auch an Küssen. Ist das jüngste Kind meiner Laune, euer Gnaden. Euer Gnaden, unser Vater hat uns so viel kurz, liebsten und schönsten Euer Gnaden gesagt, dass wir uns recht freien Euer Gnaden kennenlernen. Oh Gott. Vater, der Herr betaut mir recht und es ja gar schlecht geht. Ja, tut's nichts dergleichen. Wir werden schon drüber reden. Geht jetzt ein bisschen rein, Kinder. Du schaust dich draußen um die fetteste Entlung und du suchst den Mut auf. Sie soll gleich heimkommen. Ja, die Kinder, die wissen halt noch nichts von der Welt. Ja, ja. Sei nur laut nicht so betrübt. Ich hab selber nichts für, aber euer Gnaden dürfen mir nichts zugrunde gehen.
Gnaden doch einmal. Wie ist denn das Unglück so gekommen? Ich lebte durch 8 Jahre mit meiner edlen Gemahlin, die mir in London einen Sohn geboren hatte. Ganz glücklich. Doch auf einer Reise nach Südamerika entriss mir der Tod beide. Ich ging nach London zurück, suchte Zerstreuung. Mein Aufwand stieg, ich ließ mich in großartige Spekulationen ein. Und nach einigen Jahren sah ich mein Vermögen bis auf einen kleinen Rest geschmolzen. Und so begann ich zu spielen, in der Hoffnung, es zu vermehren. Ich gewann, spielte fort und verlor alles. Alles. Und so bin ich zum Bettler nun verarmt. Das ist gewiss eine traurige Geschichte, aber es ist halt notwendig, dass man sie erfährt. Euer Gnaden verzeihen, aber euer Gnaden sind doch ein bisschen selber schuld. Es schickt sie nicht, dass ich das sage, aber ein Herr, der so da gestanden ist wie euer Gnaden. Es ist zum Todjagen. Ich kann mir nicht helfen, ich rede halt, wie ich denke. Du hast recht. Oh, jetzt treten alle Warnungen von meiner Seele, die ich aus Stolz und Übermut verschmähte. Kirstane, das grauenvolle Bild des geheimnisvollen Bettlers, der mich so lange Zeit verfolgt, und dessen Abkunft ich wohl nie enträtseln werde. Nun sei euer Gnaden nur beruhigt. Wie ich gesagt habe, alles, was in meinen Kräften steht, haben euer Gnaden nur die Gnade und gehen euer Gnaden derweil alle gnädigst in das andere Zimmer rein, damit wir da ein bisschen aufräumen können. Es schaut gar sehr innobel aus. Schauen sich euer Gnaden ein bisschen um drinnen. Da werden euer Gnaden was entdecken, was euer Gnaden gewiss erfreuen wird. Oh, Diener treu, du gleichst dem Mond. Besinn dich erst, wenn unsere Sonne untergeht. Es war gewiss eine schöne Rede, aber ich hab's nicht verstanden. Lisi, Kinder, geht's herein! Was ist mit der Vater? Habt ihr einen Vater gern? Ja! Wollt ihr mir Freude machen? Ja, liebe Vater! Verdruss hat's mir eh schon genug gemacht. Seid mit dem Herrn da drinnen recht gut und freundlich. Er wird bei uns im Haus bleiben und redet der Mutter zu. Sie ist eine gute Frau, aber manchmal ein bisschen gay. Wir wissen es am besten. Wir haben nur ausstehen mit ihr. So. Ja, was die Eltern den Kindern jetzt für Kummer und Sorgen verursachen, das ist außerordentlich. Geht's jetzt hinein zu ihm. Ich komm gleich wieder. Ich muss mir im Wirtshaus drüben die Tür zusammennageln. Und vergesst nicht, was ich gesagt habe. Er ist unglücklich. Und mit unglücklichen Leuten muss man subtil umgehen. Die Glücklichen können schon eher einen Puff vertragen. Na, wenn man solche Sachen erlebt, dann wird man am Glück völlig irre. Aber was nutzt das alles? Der Mensch denkt und der Himmel lenkt. Da streiten sie die Leute herum, wohl um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nichts. Da ist der allerernste Mann, der andere viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt beide gleich. Die Jugend will halt stets mit Gewalt in allem glücklich sein. Doch wird man nur ein bisschen alt, da findet man sich schon drein.
Oft sangt mein Weib mit mir auch graus. Das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel aus und denk, du brummst mir gut. Sagt sie der Tod einst mit Verlaub und zupft mich Briedel krumm. Da stell ich mich am Anfang taub und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände geh. Da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. Ein Tischler, wenn's ein Wahl gefällt, hat manche frohe Stund. Das Glück ist doch nicht in der Welt mit Reichtum bloß im Bund. Seh ich so viel zufriedenen Sinn, da flieht mich alles weh. Da leg ich nicht den Hobel hin, sag nicht der Welt Ade. Wie freut mich das, mein Bild in einem Haus zu finden. Ich könnte es nicht in besseren Händen wissen. Wie ist es denn an euren Vater gekommen? Der Vater hat sich jetzt ein Schloss gekauft, wo alles Griechische zitiert ist worden. Ach so. Und es hat gar nicht viel gekostet, es hat kein Mensch was geben wollen dafür. Schändlich. Ist der Vater närrisch? Das ging's noch. Da ist er ja. Na, der sieht sauber aus. Guten Tag, liebe Frau. Guten Tag, Herr von Flotzel. Freut uns, dass Sie eine alte Dienerschaft aufgesucht haben. So können Sie sich doch wenigstens überzeugen, dass wir arme, aber ehrliche Menschen sind. In unserem Haus hat noch nie ein Schmuck existiert, wie Sie sehen. Ich verstehe es nicht ganz, liebe Frau. Ich erinnere mich nicht genau an alle Ereignisse meines Hauses. Ah, was? Mein Mann ist ein guter Lapp. Der lässt sich zu allen überreden. Der nimmt die ganze Welt ins Haus. Aber ich bin die Hausfrau. Ich muss für meine Kinder sorgen, wenn sie nichts zu essen haben. Es wird uns freuen, wenn sie uns heute auf Mittag beehren würden. Wir werden uns nicht spotten lassen. Aber für immer. Verzeihen Sie, das kann ich nicht zugeben. Oh, Weib. Könnte ich den 10. Teil meines verlorenen Glücks zurückbeschwören, dann sollte meine Großmut dich belehren. Wie ungerecht du warst, dass du in meinem Unglück mich so bitter hast gekränkt. Das hätte die Mutter aber da nicht tun sollen. Still sein, marsch in den Hof hinaus. Na, habt ihr nichts zu tun? Das sage ich dem Vater, wenn er zu Hause kommt. Das wäre eine schöne Wirtschaft. Und wie der Mensch reit in einem fremden Zimmer, das nutzt ihm einmal alles nichts. Reden muss man um seine Sache. Wenn's Mal nicht ausmacht, muss den Bettel aufmachen. Na, wenn mein Mann nach Haus kommt, den werde ich meine Meinung sagen. So, jetzt ist die Jahre wieder in Ordnung. Ab ist schon zu Hause, liebes Welt. Siehst du, das ist gescheit. Ja, zum Glück bin ich nur zur rechten Zeit zu Hause gekommen. Wo ist denn der Gnädige her? Wo wird das sein? Wo sind wir liebt? Was ist denn da vorgegangen? Kinder! Kommt alle herein! Was will denn der Vater?
ist der gnädige Herr. Ja, ich. Junge, stoppst du? Fort ist er, was ist weiter? Fort ist er? Wegen was ist er fort? Wann ist er fort? Wie ist er fort? Ja, die Mutter. Eher raus damit! Sag's mir, was willst du denn? Die Mutter hat ihm gesagt, ich will heute nicht ins Haus. Und der Vater macht lauter so dumme Sachen. Das hast du gesagt? Doch, ist er fortgelaufen und hat geweint. Kinder, geht's hinaus. Warum nicht gehen? Still sein, da setzt mich her. Du! Niedersetze, Kinder, geht's hinaus. Na, wir sind in unserem Haus. So geht es in Schrecken. Jetzt, was soll's sein? Nur Geduld. Ich hab dich nicht vor den Kindern beschämen wollen. Ihr tun mich. Was ist dir jetzt lieber? Willst du unseren gnädigen Herrn im Haus behalten oder ich geh auf fort? Was? Was ist da für Geschichte auf einer wegen Fremdmenschen? Ist er dir fremd? Mir nicht. Ein Menschen, dem ich dann schuldig bin, der kann mir gar nicht fremd werden. Du bist Vater, du musst auf deine Kinder schauen. Ich ist auch mein Kind. Ich habe einen Mann genommen. Kurz und gut, ich leide an meinem Leid im Haus. Du leidst dem nicht? Kinder! Kommt schon rein! Sieht ja gar nicht. Wohin ist das? Das wird schon sehen, nimmt alles mit. Also Studien, die Namensbücher, alles. In Hobby ins Arbeitszeug. Na, das ist mir noch gar nicht vorgekommen. Geier, es gibt Sachen, wovon sich unsere Philosophie nichts damit lässt. Heute nimmt sich der Vater zusammen, das ist gescheit. Du willst die Kinderzimmer ausnehmen? Ich bin die Ursache, dass sie ins Haus gekommen sind. Folglich kann ich sie auch aus dem Haus nehmen. Rechtsum! Kehrt euch! Marsch! Du Mann, halt! Was gibt's? Ich muss dir noch was sagen. Haha, jetzt fangen die Unterhandlungen an. Nur kurz, das sag ich gleich. Lass die Kinder losgehen. Kindern, geht's hinaus. Na, Gott sei Dank. Ja, scheiße, die Mutter gibt doch noch. Ja, wenn wir Männer mal anfangen. Was willst du jetzt? Schau, überleg das doch. Du wirst dich überzeugen, ich hab recht. Auto da, entweder. Na gut, ich will mir's überlegen. Nichts überlegen. Heute muss er noch ins Haus. Und eine Mahlzeit muss hergerichtet werden, dass die ganze Menschheit die Hände über den Kopf zusammenschlagen soll. Na, mir ist's recht. Aber er verdient's uns nicht. Was sagst du? Er verdient's nicht? Ja, wer ist denn schuld, dass wir so friedlich miteinander leben? Dass ich hab Meister werden können und das Häusl da gebaut hab, als wir die 200 Dukaten, die ich so nach und nach von ihrem Schenken gekriegt hab. Wen haben wir also uns ein bisschen zu verdanken? Mir hat aber nie mögen. Das ist nicht wahr. Da kann man die Nadel verschwärzt bei ihm. Er hat mich bei jeder Gelegenheit heruntergesetzt. Einmal hat er sogar von einer ganzen Gesellschaft gesagt. Was hat er denn gesagt? Das sag ich nicht. Geh. Liebe Alte. Sag mal's. Wer weiß, ist wahr? Es ist ja nicht wahr. Er hat gesagt, ich bin ausgewachsen. Das hat er gesagt. Und das hast du seit 20 Jahren noch gemerkt. Oh, so etwas vergisst ein Frauenzimmer nie. Geh. Schau, liebe Alte. Das musst du ihm halt verzeihen. Himmel, ein junger Mensch, der hat halt damals lauter so schiefe Ansichten gehabt. Geh. Wir behalten ihn im Haus. Wir sehen, ich werde fleißig arbeiten. Es schaut uns nichts. Im Gegenteil, es geht mir alles viel besser von der Hand. Na, meinetwegen, so soll es denn sein. Bravo, Rosl. Ich hätte ihn nicht verlassen. Wenn er heute fortgegangen war, morgen auf die Nacht war ich schon wieder heimgekommen. Jetzt ist aber alles in Ordnung. Kinder, kommt ja rein zum letzten Mal. Wir ziehen nicht aus. Diese Haus war da und ich habe einen neuen Kontrakt abgeschlossen. Vater und Mutter sind versöhnt. Der gnädige Herr kommt ins Haus. Das ist gescheit. Das ist gescheit. Drum lauft, was ihr kennt. Keiner darf zu Hause bleiben. Ihm die Baby mit. Geht zu allen Nachbarn, fragt sie, ob sie ihn gesehen haben. Und wenn sie ihn gefunden habt, schwingt sie an mir. Thank you.
herauf. Ich habe sie erreicht. Die letzte Höhe, die auf dieser Welt für mich noch zu erklimmen war. Ich stehe auf meiner Ahnen Wiege und sag, auf Flottwells alten edlen Herrenschloss. Ich könnte mich in diesen Abgrund stürzen. Doch nein, des letzten Flottwells Haupt, es beugt sich nicht so tief herab. Das Leben ist denn noch das einzige Gut, das mir Verschwendung ließ. Mit dem allein will ich nun sparsam sein. Der Hunger soll mich langsam töten hier, aus Strafe. Weil ich die undankbare Welt zu viel gemästet habe. O Tod, du bist ja noch mein einziger Trost. Ich habe ja keinen Freund. Schreckliche Gestalt, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Weh mir. Nun wird mir's klar. Du solltest mir ein schauvolles Bild der Warnung sein. Dies war mein Zweck. Ich bin ein Jahr aus deinem viel zu rasch verzehrten Leben. Ich habe für dich bei dir gebettelt. Ein Jahr lang habe ich den Tribut durch List und schaudervoller Angst von dir erpresst. Die letzte Stunde habe ich aufbewahrt. Sie schlief in diesen Stein und spricht zu dir. Nimm hier dein Eigentum zurück. Was du den Armen gabst, du hast im vollen Sinne selber dir gegeben. Leb wohl. Ich hab vollendet meine Sendung. Traum? Ist's Wahrheit? Woher die überirdische Erscheinung? Mein Julius, es war Azur, der Geist der letzten Perle, die ich einst so freudig für dich hingeopfert habe, als ich die Lieb zu dir mit bitterer Verbannung büßen musste. Ach, mir war's ja nicht gegönnt, dich zu erretten. Er hat für mich erfüllt, was meine Treue dir einst gelobt. O Keristane, dich erblick ich auf dieser Erde wieder. Du Himmelbild aus meiner Rosenzeit. O, zieh nicht fort. Sieh, wie die Wehmut um vergangene Zeit mich tötet. Verzweifle nicht, mein teurer Julius, und dulde noch dein kurzes Erdenlos. Wir werden uns gewiss einst wiedersehen, dort in der Liebe grenzenlosem Reich, wo alle Geister sich begegnen dürfen.
gnädiger Herr. Das ganze Dorf ist in der Höhe. Was willst du, gute Valentin? Was ich will? Mein Wort will ich euer Gnaden halten und um Verzeihung bitten für mein ungeschliffenes Weib, Gestehrverbrecherin. Lieber gnädiger Herr, ich habe mich sehr vergessen heute. Doch mache ich meinen Völler wieder gut. Sie dürfen nimmer mehr aus unserem Haus. Ich werde sie gewiss wie eine Tochter pflegen. Verzeihens, ihr gnädiger Herr. Lieber Herr, sei wieder gut, die Mutter weiß nicht, was sie tut. Das habe ich gedichtet, euer Gnaden. Steht auf, ihr guten Leute, ich habe euch schon verziehen und freue mich, dass ich euch treuen und vergelten kann. Ich bin kein Bettler mehr. Unter diesen Mauern habe ich einen Schatz gefunden, den mein Vater hier für mich bewahrt. Das ist einmal leer. Und ich habe mich schon gefreut, dass euer Gnaden nichts haben, damit ich euer Gnaden unterstützen kann. So ist es besser, lieber Valentin. Du kannst dein Leben nun in Ruhe genießen. Ich nehme dich und deine Frau in mein Haus und will für die Erziehung deiner Kinder sorgen. Wir danken herzlichst, gnädiger Herr. Jetzt werden wir lauter gnädige Herren. Und dann. Und ich werde der Haustischler bei euch haben. Ich wichse und politiere das ganze Haus. Aber eins muss ich noch sagen, eine Menge meiner alten Nachbarn haben sich auch hier angetragen, um euer Gnaden zu unterstützen. Euer Gnaden waren ja immer so gut mit ihnen und einen guten Gutsherrn vergisst man nicht so leicht. Viva! Und der gnädige Herr soll leben! Jetzt gehen wir zur Tafel, die macht erst den Schluss. Für heute ist beendet ein jeder Verdruss. Jetzt gehen wir zur Tafel, die macht erst den Schluss. Für heute ist beendet ein jeder Verdruss. Doch heb ich bald sicher den Ehrenplatz auf. Vielleicht wird sich ihre Zufriedenheit drauf. Vielleicht wird sich ihre Zufriedenheit drauf. Doch in dem